Hey, ich bin der Christian und wenn du dich fragst, wie dieses Buch hier dir helfen kann, noch besser auszusehen, noch leistungsfähiger zu sein, Muskeln aufzubauen und definiert auszusehen, dann darfst du dir jetzt dieses Video anschauen. Ja, schön, dass du hier bist. Ich bin Christian von veganphiletics.com und heute zeige ich dir, wie mein neues Buch Vegan Kochen mit Lupine dir eben hilft, besser auszusehen und deine Leistung zu steigern. Und dementsprechend war es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben und es natürlich eben auch mit einem bekannten Verlag zu machen. Denn hier geht es um die Lupine und die Lupine ist im Moment das Trendprodukt bzw. die Trendpflanze schlechthin. Wir reden hier von 100% pflanzlicher Ernährung, das aber sich nicht anfühlt wie pflanzliche Ernährung, sondern ja, letztlich die gleichen oder noch bessere Werte hat wie Milchprodukte, wie Fleisch, Fisch etc. Es geht dabei um die Lupine, eine Pflanze, die hier heimisch in Deutschland wächst und die zwischen 30 bis 40% Eiweißanteil hat. So sieht die ganze schöne Pflanze aus. Und die Lupine hat neben ihrem total hohen Eiweißanteil, was vergleichbar ist mit Soja, eben auch noch ganz geringe Werte an Kohlenhydrate. Wir sprechen hier von ca. 10 bis 12% und unter 10% Fett. Und so sehen ungefähr die Kerne aus. Ihr seht die hier. Die werden sehr, sehr oft so als Lupinenkerne einfach gesnackt. Und neben den Kernen gibt es eben auch Lupinenmehl und so Lupinenflocken. Und somit könnt ihr natürlich ganz hervorragende Rezepte machen, die hier im Buch natürlich auch vorgeschlagen sind. Aber was bringt dir denn jetzt die Lupine ganz generell, beziehungsweise was hat die für harten Fakten? Also wenn wir es hier einfach mal vergleichen, Lupine mit Sojabohne etc. Wie gesagt, wir haben 35 bis 40% Eiweiß, wir haben 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate und nur 8 bis 10 Gramm Fett bei 15% Ballaststoffen und 4 bis 5% Mineralstoffanteil. Das heißt, wir haben hier Calcium, Magnesium, Eisen drin, wir haben verschiedene Vitamine drin. Das heißt, dieses Lebensmittel ist extrem wertvoll, gerade für unsere Fitnessernährung. Ich gehe hier gerade mal ein bisschen mehr ins Licht. Und wir haben eben mit diesem Buch hier ein super, super Rezeptebuch kreiert, welches zum Beispiel eben auch ganz, ganz viele Low-Carb-Rezepte beinhaltet. Und alle Rezepte, das ist eben ganz wichtig, sind glutenfrei, laktosefrei, cholesterinfrei, weizenfrei, sie sind zuckerfrei, sie sind sojafrei, also wir haben komplett auf Soja verzichtet und sie sind auch noch 100% pflanzlich. Also du kannst selbst als Allergiker jetzt endlich mit Genuss Sachen essen, die du dir vorher wirklich ja, einfach nicht essen konntest. Also beispielsweise hier ein Omelett schmeckt wie das Original mit Ei, ist aber ohne Ei. Wir haben auch solche außergewöhnlichen Gerichte, also bisschen aufwendigere Gerichte, aber auch ganz, ganz einfache Sachen wie hier die Power-Riegel, die geben dir wirklich Kraft und Energie für den Sport etc. Wir haben einen Lupinen-Joghurt kreiert. Wir haben Shakes natürlich gemacht. Also das heißt, dass du vor und nach dem Workout richtig geil mit Eiweiß wieder versorgt bist. Was haben wir noch hier drin? Wir haben solche Sachen wie Eis. Also alles ist mit Lupineneis gemacht, beziehungsweise mit Lupine gemacht. Und wenn du mal genau hinschaust, haben diese Rezepte natürlich dann dementsprechend auch extrem viel Eiweiß. Also das heißt, hier haben wir ein Mousse au Chocolat. Und ihr seht hier oben, hier, dieses Mousse au Chocolat hat fast 30 Gramm Protein pro Portion. Und es ist ein Mousse au Chocolat. Also das hier ist eine Süßspeise, die sich jeder in der Regel nicht erlaubt, weil er denkt, es landet sofort auf der Hüfte. Aber hier haben wir ein Low-Carb-Rezept mit einem Haufen Eiweiß drin. Schmeckt wie das Original, hat dieselbe Konsistenz wie das Original und ist einfach nur gut. Zudem ist die Lupine gentechnisch nicht verändert. Sie wächst hier heimisch. Dementsprechend haben wir einen ganz, ganz niedrigen CO2-Fußabdruck etc.
Und mit den Werten, die sie eben hat, ist sie einfach perfekt geeignet für die vegane Fitnessernährung. Und das hast du, wenn du dieses Buch dir holst. Und weil du ja, Newsletter-Abonnent bist und ja, ganz treuer Leser von Vegan Freeletics, möchte ich dir eben auch meine Herzensangelegenheit jetzt noch ans Herz legen. Und zwar ist es der Lupinen Ambassador. Wie viele von euch wissen, zerstört Soja unter anderem eben auch leider die Regenwälder, dadurch, dass immer wieder neue Anbauflächen gerodet oder freigemacht werden müssen, da Soja nicht gerade unter die Superpflanzen, was den Nährstoffbedarf vom Boden angeht. Denn die Süßlupine hingegen bereichert den Boden noch mit Nährstoffen. Das heißt, wir müssen nicht ständig neue Anbauflächen finden. Und dementsprechend war es mir ein Anliegen, eben auch jeder, der dieses Buch kauft, beziehungsweise mehr als zwei Kopien kauft, dafür pflanze ich einen Wald im Regenwald. Und so tragen wir dazu bei, du als unsere Familie, als Freeletics, als vegane Fitnessfamilie, trägst dazu bei, dass wir unseren eigenen Lupinenwald kreieren. Und dieser Lupinenwald hat jetzt schon über 200 Bäume. Das heißt, wir haben viele Ambassador schon gewonnen, auch unter euren Reihen, die sogar mehr als fünf Bücher abgenommen haben. Und aber um euch eben auch gerecht zu werden, schraube ich das runter auf zwei Bücher. Jeder, der also mehr als zwei Bücher unter dem Link hier bei Amazon kauft, ist automatisch Ambassador und ich pflanze für jedes gekaufte Buch einen Baum. Das ist mir eben eine Herzensangelegenheit, ganz, ganz wichtig. Nicht nur was für uns selber zu tun, sondern auch für unsere Umwelt, für unsere nachfolgende Generation, für unsere Mitmenschen. Und wer wirklich viel mehr noch abnehmen will, weil er ein Geschenk machen will für seine Freunde, Familie, weil er schon automatisch an Weihnachten denkt und eben das Buch hier gerne verschenkt, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen, zwecks Signatur oder ja, zwecks individueller Absprache. Vielleicht können wir da auch noch was am Preis machen. Also, das Buch hier am besten jetzt sofort bestellen, Lupinen-Ambassador werden und einfach deine Ernährung aufs nächste Level heben. Und ich freue mich auf dein Feedback. Bin gespannt, dein Christian.